Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Ich habe ein Paket bekommen, beziehungsweise eine Anfrage und dann auch das Paket dazu, logischerweise. Weil ich habe ja schon zweimal Produkte von Bob & Brett vorgestellt. Das ist dieser Klöppler, also womit man Muskelpartien klöppeln kann. Da habe ich einen hier unten und den zweiten habe ich dann zu meiner Freundin hochgegeben. Das kann sie auch selber mal schon, wenn, nach der Arbeit oder so. Und jetzt haben sie einen anderen rausgebracht. Den nennt sich R2 Mini Massage Gun. Der sieht von der Form echt komisch aus. Soll sich aber wohl gut halten. Was ich jetzt so nicht beurteilen würde. Und den werden wir jetzt mal auspacken. Und uns mal angucken und danach noch ein Video machen, natürlich Hardware. Wir wollen den ja dann auch benutzen und gucken, wie er ist. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal, zack, rüber switchen. So, da sind wir in der Unboxing-Ansicht. Erstmal die Folie abmachen. Also so ein Massagegans kann ich euch echt nur empfehlen, die sind echt geil. Aber die machen sich halt auch... Also dann merkt man auch schon, von wem man was kauft. Weil ich hatte dann noch eine preisgünstige Variante damals mal. Da waren die Dinger echt hart hier unten. Und das war nicht so schön auf der Haut. So. Und wir haben hier die R2 Mini Massage Gun. The Real Massage for Real Life. Hier soll man sie so festhalten. So. Ergonomischer Grip. Also da bin ich mal sehr gespannt. Weil die Pistole, die wird denn schon schwer in der Hand nach einer Weile. Mini-Sight. Und 5 Jahre Garantie auf die Batterie. Hier sind Bob & Brett. Und hier hinten haben wir sie dann nochmal von vorne rauf gucken und von der Seite. Ich habe Black. Ach, sie gibt es auch ein Red. Okay. Und da dann nochmal UK, US, EU Import. Ja. Da gucken wir jetzt mal nach. Wie kommt das? Achso, rum kommt das? Okay. So. Da haben wir wieder die obligatorische Brett and Bob. Nee. Bob and Brett. Tasche. Hier jetzt in Grau. Bei den anderen ist es schwarz, glaube ich. Ich habe es gar nicht im Kopf. Die steht da an der Couch. Immer griffbereit. An der Couch unten. Kannst du schnell nehmen und kannst du sofort benutzen. Hier. Bob and Brett. Das ist so wirklich rausgehoben. Das ist jetzt nicht raufgeklebt oder so. Ja, und die sind wirklich stabil, die Dinger. Ich glaube das gar nicht. Ich war da beim ersten Mal sehr überrascht, wie stabil die sein können. So, und dann haben wir machen das mal so zur Seite, dann haben wir hier das obligatorische Handbuch. Und hier stehen jetzt so ja Muskelpartien drin. Füße, Bizeps 2 Minuten. Auf jeder Seite. Seite 1 Minute lang. Von A nach B schwingen. Dauert 2 Minuten. Ach, hier steht auch drauf A und B. Also von unten nach oben schwingen und das halt 2 Minuten lang auf jeder Seite. Das war beim letzten Mal, glaube ich, nicht mit bei, oder? Ich habe es nicht gesehen. Hier sind dann nochmal die ganzen Auflistungen von den Köpfen. Das ist sehr hilfreich. Das werde ich mir dann mal durchlesen. Vielleicht kann man ja da noch ein bisschen Muskelaufbau unterstützen. Hier haben wir denn den obligatorischen USB-C-Kabel, logischerweise. Da, USB-A zu USB-C. Das Heft werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und hier sind irgendwelche Pinüppel drin, da weiß ich aber noch nicht, für was die sein sollen. Ich denke mal, das wird uns im Laufe des Unboxings noch erschlossen werden. So, aber dass ich das nicht vergesse,
Ich leg mal das Heft raus. Das gucken wir uns zum Schluss nochmal an, dass ihr dann wirklich besser sehen könnt. So. Oh, den habe ich nicht. Also der war beim letzten Mal nicht mit bei. Und der ist wirklich hier, also der ist jetzt nicht Hartgummi. Ja, also oder Plastik oder so. Also schon hartes Gummi, aber man kann ein bisschen rindrücken und der ist wirklich weich, also ist nicht so hart. Und wenn du den massierst, dann gleitet das richtig. Bei dem letzten, den ich hatte, also nicht vom Bed & Prop, da ist es dann halt so stockend vorangegangen. Das war dann nicht so ein schönes Gefühl, muss ich sagen. So, hier dann nochmal die Kugel, auch hier alles gut verarbeitet. Na, hier dann den kleinen Pumper, der hat hier so ein bisschen Luft drin. Ne, der hat diese keine Luft drin. Der ist hart. Okay, aber sehr klein, wenn ich da an die alten denke. Und hier auch nicht nur Plastik, sondern hier oben Gummi ummantelt. Ja. Und hier, ach, hier ist schon einer drauf. So. So seht ihr, so läuft es dann. Kann man den Ufer schneller machen? Ja. Drei Stufen. Hier ist der USB-C. Das ist der mit dem Luft hier. Da seht ihr das. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also, es fässt sich schon ein bisschen anders an als eine Pistole. Aber ein bisschen kleiner vielleicht. Weil. Wäre gut gewesen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde gleich dann hochgehen und dann mit Frauchen testen. So, da seht ihr das. Hier steht dann A, da steht B. Und dann ist hier die Linie und dann steht halt hier. Oder auch hier bei der Muskelpartie. Davon sind ganz viele mit bei Hände. Aber das ist jetzt hier Englisch, hier ist halt ein Deutsch. Ja. Oberschenkel, Unterschenkel und hier schon wieder die nächste Sprache. Finde ich saugeil. So. Dann würde ich für das Unboxing hier jetzt erstmal Schluss machen. Und wir werden es gleich im Hardware-Video testen. Erstmal benutzen. Und dann kann ich euch mehr dazu sagen, auch wegen Griffigkeit und alle drum und dran. Also guckt es euch an. Weg wahrscheinlich in die Infokarte verlinken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.